Was dein Lieblingscartoon über dich aussagt. Yu-Gi-Oh! Du rufst immer noch, jedes Mal beim Kartenspiel, ich glaube an das Herz der Karten und bekommst dennoch nur Bullshit. Drake und Josh. Du wolltest immer Drake sein und nicht Josh. Kim Possible. Du hast Kim Possible nur wegen einem Grund gesehen. Du hattest einen Crush auf Kim. Oder Shigo. Oder beide. Oder halt auf gar keine. Lazy Town. Damals hast du Sportrikots mehr als Ready Foul dich gefeiert. Und jetzt ist es genau andersrum. Damals hast du auch die Serie gefeiert. Aber jetzt hast du sie. Phineas und Ferb. Seit diesem Cartoon ist dein Lieblingstier das Schnabeltier. Und du wolltest ab da auch ein Schnabeltier besitzen. Super Toy Club. Seitdem du ein Kind bist, hast du davon geträumt, irgendwann mal dort mitzumachen. Aber bis heute ist das einfach nicht passiert. Und jetzt bist du halt auch zu alt dafür. Kickers. Wegen diesem Cartoon hast du Fußball das erste Mal so richtig gefühlt. Kosmonwander, wenn Elfen helfen. Du nennst diesen Cartoon Timmy Turner, obwohl er Kosmonwander, wenn Elfen helfen heißt. Die Gummibärenbande. Du willst seitdem wissen, wie der Gummibärensaft schmeckt. Ach ja, und du kennst das Intro auswendig, du kannst es sogar mitsingen, aber wenn ich dich jetzt frage, was dort passiert, hast du keinen Plan. Naruto. Du bist so krass von diesem Anime geprägt worden, dass du dir irgendein Tattoo davon tätowiert hast. Sei es ein Kunai, das Fluchmal oder das Konoha-Symbol. Oder eben Naruto selbst. Fillmore. Seit diesem Cartoon bist du einfach Detektiv Conan in groß. Paw Patrol. Du kennst jeden dieser Hundenamen auswendig, weißt, was die für Fähigkeiten haben, kennst sogar wirklich alle Folgen und deswegen hast du dir alles Mögliche dieser Hunde auch geholt. Plüschtiere, T-Shirts, sogar eine Brotdose. What the hell? A Big Time Rush. Du willst auch selber bei einer Boyband mitmachen, aber insgesamt weißt du, dass es einfach nie passieren wird. Lilo und Stitch. Nie im Leben kennst du alle Experimente. Aber zu deinen Favoriten gehören entweder Stitch, Engel, Leroy oder Roast Beef. Und in den meisten Fällen ist es Stitch. Zoe 101. Du würdest immer noch selbst zur PCL gehen wollen, auch wenn du mittlerweile gar nicht mehr zur Schule gehst. Lucky Luke. Wegen Lucky Luke hast du dich immer in Fasching als Cowboy verkleidet. Power Rangers. Du denkst immer noch, dass die Effekte in Power Rangers richtig krass sind, obwohl das nicht der Fall ist, und deswegen schaust du es dir immer noch an. Avatar, der Herr der Elemente. Du fuchtelst immer noch wie damals mit einem Stock rum und wünschst dir insgeheim, dass du ein Luftbändiger wärst. Dora. Bei Dora fühlst du dich wie Crazy Steve in der einen Folge von Drake und Josh. Aber nee, ohne Witz. Der einzige Grund, um die Serie zu gucken, waren Boots der kleine Affe oder Swiper der Fuchs oder nicht. By the way, wusstet ihr, dass Dora jetzt viel erwachsener ausschaut und dieser kleine Affe weg ist? Digimon. Du musst dir immer noch von den Pokémon-Fans anhören, dass es eine Kopie von Pokémon ist. Obwohl du weißt, dass das nicht stimmt, weil es so viel mehr ist als das. Weihnachtsmann und KKG. Eigentlich ist es nicht dein Lieblingscartoon. Du schaust ihn dir nur jedes Jahr um die Weihnachtszeit an, aufgrund des Feelings und der Serie eben. SpongeBob Schwammkopf. Du hast einen echt beknackten, aber auch guten Humor und diesbezüglich schaust du die Serie auch heute noch. Pokémon. Du findest die Pokégirls interessanter als die Pokémon. Biene Maya. Eigentlich kennst du die Serie gar nicht, du kennst doch nur den Titelsong. American Dragon. Wenn das dein Pfaff ist, bist du einfach krass geil. Und du schreist Drache erwache bei jedem Drachen, den du siehst. iCarly. Seitdem du iCarly gesehen hast, war es dein Traum, eine eigene Webshow, Videos im Internet oder ähnliches zu machen. Und jetzt bist du einfach YouTuber. Oder du hast Gibi gefeiert. Art Attack. Du hast bei der Serie immer fleißig mitgebastelt, aber bis heute weißt du nicht, wo man sich diesen weißen Bastelkleber kaufen kann. One Piece. Du wolltest schon immer eine Teufelsfrucht deiner Wahl probieren und am liebsten hättest du auch den dehnbaren Gummikörper wie Ruffy. Pinguine aus Madagaskar. Pinguine waren ab dann deine absoluten Lieblingstiere und du hast dich mit einem der vier Pinguine identifiziert. Mr. Bean. Du findest, Mr. Bean ist der lustigste Mensch auf dem gesamten Planeten. Beyblade. Du brüllst immer noch, wenn du Beyblade spielst, irgendein Special Move aus der Serie, in der Hoffnung, damit deinen Gegner rauszuhauen. Und wahrscheinlich war dein erster Bey Pegasus, weil du genauso wie ich dachtest, dass der in Real auch der stärkste wäre. Dragon Ball.
Seit Dragon Ball siehst du die Zahl 7 wirklich als Glückszahl an. Zudem hast du dir halt for real diese 7 Dragon Balls gekauft, ohne hoffst du damit immer noch einen Wunsch zu bekommen. Victorious. Es gibt Menschen, die meinen tatsächlich, das wäre eine Arcali-Kopie. Leute, das ist völliger Bullshit. Ich bin eine Arcali-Kopie. Ich bin Jahre später nach Arcali YouTuber geworden. Also ne, falls ihr das denkt, das ist absoluter Bullshit. Falls ihr aber auch Victorious geguckt habt, habt ihr erstens einen guten Geschmack, zweitens seid ihr echt musikalisch und zum anderen kreativ und drittens könnt ihr genauso wie ich Victorious nicht mal ansatzweise buchstabieren. Und apropos buchstabieren oder ähnliches. Masopilami. Du hast die Serie damals gesehen, weißt aber bis heute nicht, wie das gelbe Wesen heißt, geschweige denn, wie man seinen Namen schreibt. Feuerwehrmann Sam. Seit dieser Serie wolltest du Feuerwehrmann werden. Bob der Baumeister. Seit dieser Serie wolltest du Baumeister werden. A Kind of Magic. Eine magische Familie. Du kennst nur den Anfang des Intros, obwohl du die Serie gerne gesehen hast. Angela Anaconda. Also ganz ehrlich, dann bist du einfach verloren. Caillou. Bitte sag mir nicht, dass das deine Lieblingskinderserie ist, ansonsten siehst du bald so aus. Safe.